Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir ja die Beete mit dem gemischten Kuh- und Pferdemist befüllt. Heute sind die Beete dran, mit Erde befüllt zu werden. Was ich euch noch dazu sagen muss, ist, dass wenn ihr nur Pferdemist benutzt, bitte eine ausreichende Schicht an Erde oben drüber, denn der Pferdemist hat die Angewohnheit, sehr, sehr warm zu werden und das könnte für die jungen Pflanzen problematisch werden. Muss nicht, kann, deswegen sage ich, eine ordentliche Schicht Erde drüber und dann passt das alles. Und wie wir die Erde auf die Beete bekommen, das zeige ich euch jetzt. Bevor ich mit euch raus an die kleinen befüllten Hochbeete gehe, zeige ich euch noch, was ich an Sämereien habe, was ich dann in die Beete einsehen werde. Das ist einmal der Pflücksalat. Den habt ihr schon in dem großen Hochbeet mit dem Frühbeetaufsatz gesehen. Radieschen, die essen wir sehr gern. Dann rote Beete. Spinat. Dann werden die ersten roten Zwiebeln gesteckt. Und das Bohnenkraut kommt noch ins Kräuterbeet, da ich das für die Aussaat im Mai, wenn dann die Bohnen soweit sind, dazu brauche, um die einzukochen und fertig zu machen. Ebenso dann der Rettich erst ab Mai. Und dann gehen wir mal nach draußen. So, da sind wir draußen. Hier habt ihr den Vergleich in dem Hochbeet mit dem Frühbeetaufsatz zu einer Woche. Wahnsinn, oder? So, hier drüben das Kleine, was wir jetzt vor circa einer Woche befüllt haben. Und wie ihr seht, da hinten in den Ecken, das hat sich schon ordentlich gesenkt. Also lasst euch beim Auffüllen bitte immer einen Rest, dass ihr immer noch mal nachfüllen könnt. Na, und da hat es jetzt nun gerade nicht viel geregnet. Die Erde trocknet zwar aus, man sieht es an den Rissen, aber überall, wartet, ich zeig euch das mal, überall runter kann man das jetzt so richtig schön reinschieben und dann seht ihr, habt ihr hier schon eine Kuhle und das müsst ihr natürlich auffüllen. Und das überall, und das wird euch aber über das ganze Jahr so gehen, dass das Erdreich sich setzt. So, und jetzt werde ich das auffüllen und danach geht es weiter. Dann werden die Zwiebeln gesteckt und nochmal der Feldsalat, der Spinat und die roten Rüben ausgesät. Und damit ich dann weiß, wo ich das alles reingesät habe, habe ich mir so kleine Stöckchen genommen. Ich habe jetzt hier Schilf. Es ist eigentlich egal, was ihr nehmt. Ihr könnt Schaschlikspießer nehmen, ihr könnt altes, abgeschnittenes Geäst nehmen, ihr könnt ja von mir aus auch Strohhalme nehmen, wird es ja nicht mehr lange geben. Aber das zeige ich euch dann, wie das aussieht. Nachdem ich die Zwiebeln jetzt hier vorn in Dreierreihe gesteckt habe, dass wenn das Lauch dann groß genug ist und ich das nach links über diese Seite kippen kann, habe ich keinen Verlust meiner Pflanzfläche. Wenn ihr jetzt hier seht, ich habe so kleine Furchen gemacht und jeweils oben und unten die Reihenstücke, damit ich ganz einfach im Nachhinein weiß, wo habe ich was eingesät, ist wichtig für die erste Zeit, wenn doch mal zwischen den Zeilen ein Unkraut kommt, dass man nicht gleich den Samen wieder rausholt, weil doch jedes einzelne verschiedene Keimdauern hat. Und jetzt werde ich noch die Samen hineinbefüllen und dann zeige ich euch, wie das aussieht und wie man zuschüttet. So, jetzt habe ich hier jede Reihe befüllt mit
Pflücksalat mit Spinat und mit roten Rüben. Und jetzt häufe ich die geformten Rillen mit beiden Händen an. Mache mir ebenfalls so eine kleine nach oben stehende Form. Es gießt sich ganz einfach im Nachhinein besser, da das Wasser in diesen Mittelrillen stehen bleibt und euch die besäten Reihen nicht wieder auseinanderspült. Das mache ich jetzt mit allen durch die Bank weg. Und dann lasse ich das immer bis zum nächsten Tag so stehen und gieße erst am nächsten Tag. Für die unter euch, die es manchmal vergessen, was man eingesät hat, so wie es mir manchmal geht, gerade wenn man so viele Beete hat, habe ich hier noch oben an den äußeren Ecken jeweils einen kleinen Abschnitt von dem, was ich gesteckt habe, dass ich immer noch mal gucken kann, aha, das habe ich drin. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr wisst, Daumen nach oben und nicht vergessen, nächsten Samstag kommt das nächste Video. Ciao!